Nee. So, dann wollen wir mal weiter. Hier liegt jemand? Totaler Methusalem, der Kerl. Ach, das ist der. Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten, sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Das war ja mir zu schnell. Die Betten, irgendwas. Irgendwas mit Betten. Die Betten. So. Also den hat er jetzt mit seinem Dingens da getötet, sozusagen. Das war ja der Typ am Anfang hier. Den habe ich schon wieder vergessen. Aber was ist das für ein Zeug hier? Ich gehe mal dahin oder dahin? Geht's jetzt überhaupt lang? Naja, hier geht's nicht lang. Also denn hier. Jo. Knallerbsen hier. Geh mal hier lang. Hier ist was. Ein Schädel von so einem Vieh. Schädel mit Frakturen. Die Frakturen dieses versteinerten Schädels lassen darauf schließen, dass die Stadtbewohner eventuell von einem invasiven Parasiten befallen wurden. Der hätte einen Zahnarzt gebraucht. Keine Reißzähne. Siehst du das? Der Knochen ist gebrochen, wo sie sein sollten, als seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Sie wurden infiziert.
Ja, infiziert, das ist, weil, ja, das wissen wir ja, aber die nicht. Okay, geht weiter. Ich wollte noch mal ein bisschen rumgehen. Kann ja sein, dass da noch irgendwas ist. Stell mal vor, wir wären in die andere Richtung gegangen. Wow. Salim! Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Eine Menge Kokons. Leise. Leise, hat er gesagt. Dann sind wir mal ganz leise. Auf jeden Fall nicht ins Grüne rein. Guck mal hier, vielleicht ist hier irgendwas glitzert. Irgendein Beweisstück oder so. Nee. Boah. Knistern aber auch hier. Das ist doch mit Absicht, also. Macht mir so Krach. Ich gebe Deckung. Los. Fuck, Nicky! Du warst echt die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Das war Rachel. Wir sind jetzt in der Sternenkammer. 4.22 Uhr. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab.
Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 556 FMJ, 3x40 mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Oh, und ein Block. Composition C4. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Oh oh. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Oh nein. Das wird verarztet. Keine Ausreden. Von mir hast du keine. Danke, Kumpel. Warte. Jason wurde verletzt und Nick hat mit dem Verbandskasten Jasons Wunden versorgt. Aha. Kumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Durchsuche die Kammer, sprich mit deinen Verbündeten. Na, erstmal durchsuchen wir. Reden tun wir später. So, wir haben hier ein Notenblatt. Aha. Warte mal. Marys Notizen. Einige Notizen zu einer Sternkarte unbekannter Herkunft, die darauf hindeuten, dass die Kreaturen aus der Konstellation Cetus auf die Erde kamen. Nee, nicht hinlegen, halt. Oh, nicht hinlegen. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreaturen herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst, als wir uns noch von Bäumen hangelten? Sie sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen. Aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation. Cetus von der Erde aus gesehen. Kamen sie von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen? Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reisen? Fragen über Fragen. Was ist das? Ach, wieder so ein... Hä? Untersuche das Hotel. Gefunden in fremde Zeitalter. Was war? Hä? Das ist doch die von Anfang. Ach, das ist ein neues Spiel. Ach, wir sind schon wieder bald am Ende hier, oder was? Ach, nö. Hier drüben. Warte mal, nie noch. Gefunden. Ja, ich auch. Ich habe nur jede Menge gefunden. Bin jetzt aber noch nicht zu dir. Oh. Jagd, Opfer, Pflanz, Parasit. Ein Parasit reift heran. Wird stirbt, Parasit übernimmt den Körper. Jagd Opfer, pflanzt Parasit ein, Parasit reift heran. Wird stirbt, Parasit übernimmt den Körper. Mhm. Also ist die Herangehensweise. Sie kommen, wir müssen es hier beenden mit. Wenn wir
Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein. Dieses Tagebuch auf. Vielleicht kann es als Warnung für jenen dienen, die... Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Ja. Sehr gut. Alle Kinder. Keiner von ihnen hat überlebt. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt überleben. Hahaha. So, mit ihm kann ich reden. Dann ist hier noch was. Wieder eine Schrift. Zur Hand Pullman. Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacken mal 12. Seil mindestens 300 Meter. Sperrholzkisten mal 29 extern, 1200 mal 790 mal 510 mm, Bogenlampen mal 20 mal Generator, Brechstangen mal 4, Gasmask mal 6, EVH. Wer auch immer dies findet. Was hatte er davon? Warte mal. Van Houtens Geständnis. Van Houten hat das Dynamit sabotiert, damit die Menschheit diese Kreaturen studieren und von ihnen lernen kann. Ich nur um diese Tafeln? Warte noch mal. Ich will das lesen, junge Frau. Leg das doch nicht mal gleich weg. Wer auch immer dies findet, verzeihen Sie mir. Ich habe das Dynamit sabotiert, um meine Kollegen daran zu hindern, diesen Tempel vor der Welt zu verbergen. Lady Bradshaw hat mich zu Recht hierher gebracht. Diese Kreaturen sind der Schlüssel zu unbegrenzter Macht. Hier liegen Geheimnisse verborgen, mit denen die Menschheit nach den Sternen greifen könnten. Vielleicht sogar die Unsterblichkeit erreichen. Bitte schützen Sie diese Ruine und nehmen Sie mir meine Tat nicht übel. Ich diene nur der Zukunft. Elise von Houten. Okay. Ist da noch was? Dann rede ich mir erstmal mit Nick. Nick! Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Ich hätte es früher sagen sollen. Tut mir leid wegen Eric. Danke. Lieb von dir. Rachel, ich will doch nur sagen, dass ich dich jetzt erst recht nicht verlieren kann. Wir schaffen es. Ganz bestimmt. Gutes Selbstvertrauen, Marine. Ja, jetzt haben wir ja im Prinzip unsere Ruhe hier, ne? Eric ist tot. Jetzt brauche ich den nicht mehr beichten. So. Jason, mein Kamerad. Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen. Sonne und ein kaltes Bier. Rachel. Ja? Tut mir leid wegen Eric. Er war ein guter Mann. Das war er. Was haben die jetzt alle mit Eric? So, ich habe jetzt alles getan. Jetzt können wir hier weitermachen. Oh, es singt. Es singt oder es siegt? Ach, es singt. Ach so, ja. Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel.
Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Sie ist da schon bedient. Na, was denn jetzt hier? Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit? Wahnsinn? Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Ist dieser Scheiß glaubwürdig? Ich weiß nicht. Aber die gute Mary hatte mit einem recht. Hier gibt es nur noch Böses. Und jetzt los. Rösten wir diese Mistviecher. Das sind Vasalim. Kokon-Gewölbe. Ach. So, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Sogar unseren Colonel. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprenganzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Wenn wir hier sterben, nehmen wir wenigstens ein paar dieser Viecher mit. Okay. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich's nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gib ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Mann, habe ich kalte Hände, ey. Oh.
mal nach da. Hier lang. Schwer zu erkennen. Da. Da ist einer vor ihm. Links vor ihm. Mac, die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller, Mann. Nun. Achso, ich bin Nick. Oh. Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Der ist ja auch schon wieder da. Oh oh. Hast Kurs aktualisiert? Das Blut von Nicks Verletzung hat eine Kreatur im Kokongewölbe geweckt. Oh oh.